herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Klangpause hier in der alten Handelsbörse in Leipzig. Ja, es ist jede Woche so ein Highlight für uns, hierher zu kommen und echte Musik zu hören, live zu hören. Und es ist immer sehr berührend zu erleben, wie die jungen Studierenden hier trotz dieser ganzen misslichen Umstände voller Spielfreude und Enthusiasmus hier auftreten. Und ich hoffe, dass sich auch etwas über den Bildschirm da transportiert. Oboe, Fagott und Klavier bestimmen heute das Programm. Die Pianistin und Lehrende an der Musikhochschule, Konstanze Smetan, wird Ihnen gleich noch ein paar Worte zur Musik und zu den Studentinnen sagen. Auch das heutige Kalenderblatt hat mit Musik zu tun, genauer gesagt mit Musiktheater. Gestern vor 153 Jahren, am 28. Januar 1868, wurde das neue Theater am Augustusplatz eröffnet. Ein reich verzierter, spätklassizistischer Bau der beiden Architekten Karl Friedrich Langhans und Otto Brückwald. Otto Brückwald war ja auch der Erbauer des Bayreuther Festspielhauses. Der Festakt fand im Beisein des sächsischen Königspaars statt und mit einer Mischung aus Musik und Theater. So gab es unter anderem die Jubelouvertüre von Karl Maria von Weber und Johann Wolfgang von Goethes Bühnenstück Iphigenia auf Taurus. Im Laufe der nächsten Jahre stellte sich dann aber heraus, dass das neue Theater mit seinen 2000 Plätzen für Schauspiel eher ungeeignet war und ist deshalb wieder ins alte Theater umgezogen. Und das neue Theater wurde so zur reinen Opernbühne. Am 4.12.1943 wurde es bei dem schweren Bombenangriff während des Zweiten Weltkriegs in Leipzig zerstört und erst 1960 an der gleichen Stelle der Nachfolgebau das heutige Opernhaus eröffnet. Jetzt freuen Sie sich auf Bläsermusik mit Klavier. Herzlichen Dank schon mal von unserer Seite und herzlich willkommen Konstanze Smetan am Klavier mit ihren beiden Studentinnen an Fagott und an der Oboe. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebes Publikum zu Hause am Bildschirm. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf, bedanke mich hiermit auch gleich beim Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, dass wir diese Möglichkeit haben, eine super Gelegenheit für unsere Studierenden hier zu spielen, sich frei zu spielen. Uns allen fehlt die Bühne und besonders auch unseren Studenten vor Prüfungen einfach mal öffentlich spielen zu können. Ja, ich stelle gleich erstmal meine Studentin Mac vor. Sie kommt aus Hongkong, sie ist hier im Masterstudentin und spielt in 14 Tagen ihren Abschluss. Sie hat sich auf ihr Programm geschrieben, die französische Musik, Saint-Saëns und Francis Poulenc. Beide Herren verbindet ja eine Stadt, Paris. Saint-Saëns hat in Paris studiert, Poulenc ist direkt in Paris geboren und auch gestorben. Ja, wir spielen Ihnen zuerst die Saint-Saëns-Sonate, die mit auch zum Programm Ihres Abschlusses gehört. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you.
hören Sie nun dieses wunderschöne Trio von Francis Poulenc. Dazu kommt unsere Oboistin Elisa. Sie kommt aus Italien und ist momentan Erasmus-Studierende hier in Leipzig. Geht aber jetzt im Februar zurück nach Italien, macht dort ihren Abschluss, kommt dann wieder nach Leipzig, um hier ihren Master zu studieren bei Professor Nick Deutsch. Und unsere Mac ist bei Professor Jörg Tobi. Ja, dann wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören bei diesem inspirierenden, lebendigen Trio. Thank you.